So, und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Together auf meinem Kanal Oxmaster 2. Noch bin ich alleine, allerdings wird gleich der Nighteria zu mir stoßen, wieder mal. Und wir werden dann das Spiel gemeinsam in Angriff nehmen. Ich habe aus gutem Grund ein bisschen gewartet damit, da der Nighteria sich das erst holen sollte in aller Ruhe. Und wir das zu zweit durchspielen können, da es wirklich sehr auf Coop ausgelegt ist. Es gibt oftmals zwei Wege, wie im ersten Teil auch schon bei einigen, aber das sollte den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Hier ist es fast dauerhaft so. Es ist halt viel zu sehr darauf ausgelegt, deswegen kam für mich Alleinspielen nicht in Frage. Ja, wie gesagt, bin ich noch alleine, aber wir sehen uns dann gleich in der Lobby wieder mit dem Nighteria. Bis dann, ciao! So, und da sind wir auch schon wieder. Der Nighteria ist jetzt dabei. Sag mal hallo. Hallo? Ja, hallo. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Name ist natürlich klar. Ach, lass mir das LP weg. Shining Phoenix. Und dann erstellen. Genau, ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Gruppe erstellen war das. Und dann lade ich ihn direkt hier ein. Ja. Warte auf anderen Spieler. Guck mal, wie mein Charakter heißt. Guck ich gleich. Werde ich geil. Wo steht das denn? Du bist gerade doppelt zu hören. Ich bin gerade doppelt zu hören, dann ist das wahrscheinlich in-game. Ja, scheiße, warte mal kurz. So, bin ich immer noch doppelt? Ja. Fuck, warum? Also push Dogs bei mir ein. Ah, warte mal. Jetzt? Nee, jetzt bist du normal. Oh, gut. Jo. Nein, nicht zurück zum Hauptmenü. Ja, Nighteria hat den ersten Teil, glaube ich, mal angespielt, sage ich mal. Nur den ersten, keine Ahnung, 6 Level oder so. Ja, von daher kennt er sich damit nicht ganz so gut aus. Was noch später wichtig ist, was ich dir noch sagen wollte, du siehst da das Zauberbuch, da kannst dann mit Schädeln halt Upgrades kaufen, ist genau wie im ersten, du kannst allerdings auch Schädel aufsammeln, die verlieren einige Orks. Oh. Wie, weiß ich nicht, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und kriegen dann entweder gleich aufs Maul oder metzeln die voll ab. Schwierigkeitsgrad normal passt, ne? Jo. Gut. Dann geht's los. Ich werde das wieder so machen, dass ich einzelne Folgen immer am Stück aufnehme. Das noch so als Randinfo. Das heißt, es wird eine Begrüßung geben und immer ein Ende. Ja, genau, da wird jetzt ja auch nochmal alles erklärt, wie es aussieht. Ja, soweit kannte ich das ja schon. Na? Mein genau. Charakter ist übrigens... Ah ne, sieht man vielleicht gleich. Ja, sieht man vielleicht gleich. Wir hatten, by the way, noch... Wir hatten abgemacht, dass Nighteria praktisch Wandfallen und... Wächter übernimmt, im späteren Spielverlauf, am Anfang jetzt natürlich auch noch, aber später halt die Wächter noch zusätzlich übernimmt und ich kümmere mich um Bodenfallen und Deckenfallen. So dass wir das ein bisschen also aufgeteilt haben so und jetzt kommt hier ein bisschen Dialog, deswegen sind wir ruhig. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders, zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich... Er stand direkt vor mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! Warst du das? War ich was? Spürst du alles nicht, klar, und das geht los. Hast du wir können springen. Nee, ich bin eher der destruktive Typ. Hey, bist du nicht diese Irre, die mich umbringen wollte? Dafür ist jetzt keine Zeit. Die Orks sind mir auf den Fersen. Ja, wir haben drei Waffen zur Auswahl. Schick. Jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Dingsbums. Sprach-Dingsbums. Alter Schwede, ich hab gerade übelste Lecks hier, das gefällt der mir gar nicht. Der hackt was aus und keiner weiß genau. So, ich hab Fallen platziert. Den ich Weg siehst du ja, wo der langläuft praktisch, ne? Ja, schon, aber ich kann hier irgendwie nichts machen. Also ich hab nee, du musst auf B drücken.
Genau, Zauberbuch, da kannst du dann deine Fallen praktisch auswählen. Und hoffentlich geht das jetzt nicht schief. Nee, ging richtig. Und dann kannst du ja hier noch ein paar Wandfallen oder sonst Bodenfallen. Ich habe nämlich nur Teerfallen, um die zu verlangsamen. Also wenn du gute Bodenfallen hast, dann hau rein. Ich habe Gefrierfallen für den Boden. Ah? Ich werde sie kalt machen. Kannst du einfach mal zwei Säurefallen, platzieren. Die eben so ein bisschen Säure. Ja, Säurefallen kannst du, glaube ich, nur an der Wand platzieren, ne? Ja. Alter, ich muss eben noch mal ganz kurz in den Optionen, bevor wir auf Start drücken, noch mal die Lautstärke etwas runterdrehen, weil die ist gerade echt ziemlich laut geworden. So. Aber hier ist die Mausempfindlichkeit so übertrieben hoch. Ja, ich musste meine auch erstmal runterstellen, ganz anständig. Jetzt viel zu langsam. Ja, wie immer. Das Problem hatte ich im ersten Teil schon. Ja, so ist okay. Gut. Dann würde ich sagen, mit G können wir die Horde entfesseln. Oder guck mal. Oder muss ich auch? Du musst auch G drücken. Gleich wird's ernst. Genau. Zauberstab. Jawohl, und dann geht's gleich los. Bam. Bam. Immer schön die Fresse. Ja, okay, nach dem Spiel gleich werde ich nochmal ein paar Änderungen vornehmen. Wegen Weilex. So, und ich muss dann den Sound wieder lauter machen, denn jetzt ist der Innenspiel viel zu leise. Alter, ich kann dich kaum verstehen. Ich muss den gleich noch leiser stellen. Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Bei mir ist er sau leise. Bam. Das werden wir dann nach und nach anpassen müssen. Oh cool, ich kann lass uns das noch machen. Nächste Welle, habe ich kurz Zeit. Okay, ist das bei dir auch pausiert? Ja. Cool, okay, dann warte kurz. Das ist natürlich gut, dass das dann gleich für beide pausiert wird. Dann kann ich kurz Gesamtlautstärke noch ein bisschen runterdrehen. Ich setze mal zwei Eisfallen. Ja. Ne, Moment, scheiße, jetzt habe ich es verkackt. Ne, doch nicht. Wow. Alles klar, Stillstand gerade. Achso, bist auch im Menü. Ja, das war ich gerade. Achso, wenn das so komplett, dann Anti-Aliasing brauche ich eigentlich eh nicht. Dann läuft es wesentlich flüssiger. Und ich habe schon wieder auf Escape gedrückt. Dann läuft es wesentlich. So, und damit auf ein neues. Tja, ist eben tatsächlich abgeschmiert. Ich, Idiot, habe Anti-Aliasing umgestellt. Mitten im Spiel, das kann ja nichts werden. Und ja, deswegen Welle 1 jetzt nochmal. Bam. Die feuert ziemlich langsam, die Waffe. Fällt mir nicht so schön, aber damit kann man leben, finde ich. Oh geil, der hat da gleich einen Abflug gemacht. Nice. Ich kann sie voll runterwerfen. Ja. Bam. Und man sieht, es läuft gleich viel flüssiger. Scheiß auf Anti-Aliasing. In so einem Spiel, wo es eh nicht auf die Grafik ankommt, kann man darauf auch verzichten. Ist halt zusammen, wenn ich im Hintergrund habe ich eben noch gerendert. Ist jetzt gerade abgeschlossen worden. Hast du diese Säurefallen? Ja, ich guck gerade, wo ich die hinsetzen kann. Da an die Wand platzier mal. Zeit für ein Gemetzel. Mehr kann ich erstmal nicht. Macht nichts. Wir müssen aufpassen. Also du kannst mich mit deinen Pfeilen treffen, ich dich mit meinen. Also aber macht keinen Schaden, oder? Oh, das hat sich nee, aber geht ja trotzdem voll daneben. Ja. Scheiße, ich hab noch nicht genügend Kohle. Ach ja. Die Bobo-Gegner hier. Immer noch nicht genügend Geld. Alter, wie die keine Kohle bringen hier gerade, ne? Das ist ja. Sieh mal, ob das passt. So. Jawohl, ja! Sehr schön. Platzier, was du kannst, anfallen. Oh, an die Decke kann ich sie nicht. Am nee, Rand. Nur an den Wand. Nicht. An die Arbeit! Dann setze ich lieber nochmal hier zwei Eisfallen. Bam. Bam. Wenn man da Schrotflinte in den Kopf schießen, kommt natürlich immer richtig geil.
Wie man so bringt es vor allem. Ja. Opa. Mann, jetzt müssen wir schon wieder voll in den Dings reingelaufen. Sorry. Jedes Mal, wenn ich die Scheiße aufgeladen habe. Kriegt die ganze Zeit einen Bonus für Massenangriffe. Ja. Und du hast später noch einen Zauberspruch, oder ich weiß nicht, ob das deine Sekundärfunktion ist oder so, damit kannst du Kontrolle übernehmen. Ja, sie meinte ja schon, sie ist ja irgendwie die Königin aus dem ersten Teil, die kontrolliert hat. Ja. Damit kannst du dann auch die ganz starken Gegner übernehmen und dann, hast du die ganz starken Ogre oder so auf deiner Seite. So, eine etwas längere Pause. Das sollte sie langsamer machen. Kann ich eigentlich deine Fallen? Nee, kann ich nicht verkaufen. So, ich hab hier erstmal ein paar Sauberdinger gesetzt. Ja, wenn ich was verkaufen soll mit Platz, brauchst du auch Bescheid. Nee, nee. Du kannst nur halt immer in Dreierreihen das da platzieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt oder so, aber falls halt auch mal zufällig einer rüberläuft halt. Dann würde ich sagen, lassen wir das so, dass wir immer drei Schlammdinger und zwei Eisdinger haben und dann eben an den Wänden können wir uns ja aufteilen, also so, wer jetzt das bauen kann. Wie teuer sind denn die Eis... die 400. Eisfang? 400, alles klar. Gut. Deshalb konnte ich auch noch nicht so viele setzen. Ja. Wie, Zeit für ein Gemetzel. Bis soweit, sehr schön. Ja, Entschuldige, hab das eben nicht gesehen. Ich übersehe das immer ziemlich schnell. Ja. Oh, da wäre ich dir fast wieder dazwischen gelaufen. Ist dieser dicke Strahl da eine Sekundärfunktion da? Also nee, rechte Maustaste? Das ist aufgeladen, also wenn ich die drücke lasse. Achso, und was... Sorry. Und was macht rechte Maustaste? Ja, das nicht. Ah. Genau. Ich hab keine Ahnung, was das ist, oder nee, du hast Kontrolle übernommen von einem. So. Der Metz, der kämpft dann gegen die anderen. Das ist auch gut, wenn einer kurz vorm Spalt ist, verzauberst den einfach. Und dann, naja, drauf geschissen, ne? Kämpft also, der für dich. Ey, das ist ganz schlimm. Ich sehe überhaupt nicht, wen ich hier kontrolliert habe. Der hat dann eigentlich so Herzchen über dem Kopf. Bam, mitten rein. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. Ach so, dafür brauche ich Mana. Ja. Deshalb kann ich das nicht machen. Und ich bin hier wieder dazwischen gelaufen. Ja. Jawohl. Ja, das war ja... Allein schon, ich dance viel cooler als du. Ja, ich mach so einen Spagat und so was, ne? Gut. Belohnung, wir haben die... Ich habe die Stachelfalle freigeschaltet, ich weiß nicht, was mit dir ist. Ich habe auch eine Stachelfalle, also. Ja, okay, also haben wir die beide. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich Decke und Boden übernehmen und Neytiria dann Wand und später Wächter, also Bogenschützen oder ich weiß nicht, was es sonst noch hier gibt. Solange kannst du ja auch die Bodenfallen übernehmen. Stachelfallen kann man ganz gut aufrüsten. Ich gucke jetzt mal kurz ins Zauberbuch rein, weil wir haben schon 10 Schädel. So, sehe ich auch gerade. Ich habe 13. 13 Schädel hast du, dann hast du ein paar eingesammelt. Das ist natürlich super. Mal schauen. Fallen, kann man sich neue Fallen kaufen? Ne, aufrüsten, aber. Eine Dampffalle, Kavumfass, Münzpresse. Level 1 von 3. Schwefelfalle fand ich immer gut. Ja, man kann bis zu 3 Level aufrüsten, die bringen dann mehr Schaden, geringere Rücksetzzeit oder für... Ja, ich habe mir jetzt geholt, dass mein Aufgeladener einen größeren Wirkungsbereich hat, also 200%. Mhm. Und dass meine Verzauberung einfach länger hält. Ja. Und der Verzauberungstod verursacht erhöhten Schaden. An Gegnern, die töten. So, ich guck noch mal ganz kurz, was ich hier mir noch kaufen kann. Ah, hier. 50 Schädel kostet der Spaß hier. Ich würde sagen, wenn das für dich okay ist, mache ich jetzt erst so meine Eisfalle stark, weil die mochte ich schon im... Ich glaube, die gab es auch im ersten Teil. Ich bin ja, weiß ich nicht. Ich habe sie nie gespielt. Ich rüste erstmal die Stachelfalle auf, weil die werde ich nämlich ziemlich... Die hat mir im ersten Teil schon gut gefallen. Ja, was nehme ich jetzt? Soll ich die verlangsamen zusätzlich mit der Stachelfalle oder soll ich... dass sie bluten und zusätzlichen Schaden annehmen. Nimm lieber bluten. Bluten mehr Schaden, sonst können wir ja das mit... Also verlangsam haben wir ja ganz viel. Also du hast ja eine, ich habe eine plus die da. Ja. Und ja, dann wäre glaube ich bluten ganz nützlich, dass sie dann eventuell nachträglich noch verrecken. Ja, gut. Also ich wäre soweit fertig. Ich auch, hab doch auch. Also. Alles klar, dann würde ich sagen, das war Am Abgrund. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.